Moin, moin, mein Name ist Alusha Löwe. Wir spielen Battlefleet Gothic Armada 2 mit den Menschen, mit den Imperial Fists, mit den mit der imperialen Armee, mit den Adeptos Mechanicus. Und jetzt gibt es. Ach scheiße, ich habe die Runde noch gar nicht beendet. Verdammt! War ich ein bisschen zu voreilig. Ich will die endlich töten, verdammt. Ich will endlich, dass Agrippina unser das ist. Ohne irgendwelchen Drecks, Eldari, Chaos oder sonst irgendwas. Er soll endgültig dem Imperator gehören. Verdammte Kacke. Oh, das ging ja schnell. Zug 65. So. Habt ihr jetzt euch da mal repariert da? Komm, den Eintaler gebe ich aus. Hier gebe ich zwei Taler aus. Das war, hier war Nova Action drinne. Nova Action. So, und zack, zack. So, ziehen Finger, Junge. 1800 Punkte gegen 1200, ach komm, mach 1300 raus. Verschiedenste Elder, wir haben die Skyriders, Eldritch Raider, Sunblitz, irgendwas. Ich sehe nur tote Leichen vor mir. Ich mache euch alle platt. So. Bombergeschwader und Torpedos umgehen Schilde. Ja, da denke ich nie dran. Das sollte ich mal häufiger. Ich habe letztes Mal auch, ich glaube, es war letzte Folge, habe ich auch erst dann Torpedos oder Bomber losgeschickt. Ja, Torpedos weiß ich eigentlich, aber die Bombergeschwader, ich denke immer, die müssen die Schilde weg sein. Ich habe zuerst dann losgeschickt, als das Schild unten war. Naja. Und das Tau-Symbol da oben. Ah, ärgert mich das. Und schon wieder, wir hatten so tolle Missionen mit diesen ganzen Asteroiden, die von oben kommen. Warum kriegen wir jetzt immer dieselben Scheißeinsätze? Und warum habe ich... Also, das kotzt mich gerade richtig an. Also das ist echt, was sie hier im Spiel nochmal ändern sollten, nachträglich. Also ich möchte gerne selbst entscheiden, welche Schiffe ich doch hier zu Felde führe. Kann ich die hier nochmal rausnehmen, Rechtsklick oder so? Nö, kann ich nicht. Hier, ich will dich nicht. Geh weg. Das könnte man noch machen. So geht es zwar schneller, aber ich würde gerne selber entscheiden, weil jetzt bräuchte ich hier ein paar leichte Schiffe. So. Mann, oh Mann, regt mich das gerade auf. Dann gehst du dahin. Du bist die 3. Du bist die 2. Und die Nova Action ist die 1. So, ich sag mal, bereit. Heading acknowledged. Na wie? State your order. Dahin. The spirits obey. Energie. Du brauchst schon keine mehr. Cruising speed set. Feuer frei. Energie. Engage ancient red lines. Vor allem, ich bräuchte eigentlich Aufklärung. Aufklärung ist jetzt gegen Eldari gar nicht so blöd, ehrlich gesagt. We are ready to serve. Feuer, Frontfeuer, Frontfeuer. Target locked in. Feuer. Ihr weißt was, du gehst in den Nahkampf, mein Freund. Revere the Omnisire. Weil die kleinen, schnellen, flinken Schiffe, die können hier die ganzen, unsere großen Kreuzer, ganz schön einen, ja, guten Schlag versetzen. The enemy has seized einmal Nova bitte, einmal Nova, einmal Nova. Receiving your order. Sie haben Nova bestellt. Da sind sie nämlich, diese Dreckskannibalen. Ah. We serve. Ich sehe sie noch nicht. Transition begun. Na, einer calculating vectors. Enemy sighted. So, Feuer frei auf den ersten. Der ist ja eh gleich wieder weg. So, du kannst dahin.
Maximum burn. Und er wird geärgert. We wait your command. Fury interceptors in flight. Oh. Wir suchen da echt den Admiral. Enemy sighted. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Engaging engines. The enemy has seized a strategic area. I, Admiral. Alter, nee, komm, zurück. Alter Schwede. Nimm den auseinander, das habe ich doch geahnt. So. Engaging target. Du komm mal lieber hierher. To serve the Omnisire. Wir bleiben zusammen, das wird so nichts. Alle mal an Seite schießen, alle mal dürfen schießen. Underway. Los. Rouse the engines to fury. Enemy sighted. Your orders. Target locked in. We serve. Los, Truppen drauf da. Ach, das Schiff ist fast im Arsch. Kann auch nicht zurück. Scheißendreck. Reporting successful boarding action. Alter, ihr verfickten Kackelder. Dreht euch. Ich will jetzt diese Wichser töten. Das gibt's nicht. Und ich kenne die, die werden doch eh gleich wieder abhauen. Los, ich brauche Nova. Schnauze voll hier. So. Feuer. Ihr Feuer. Reicht's mir hier. Na, hier im Kasper-Theater. State your order. I, Admiral. The enemy has accumulated 25% of strategic points. Oh, das ist ein ganz großer. Alter Schwede. Setting course. Legio Cybernetica have boarded the enemy. Du musst weg, mein Freund. Du musst da weg. Understood. Jetzt zieht sich zurück. Junge, wo gehst du denn hin? Kommst du mal wieder? Coordinates acknowledged. Aye, Admiral. So, der muss sich erstmal ein bisschen erholen da. So, erhol dich mal da und ihr könnt da auch mal reinfliegen, verdammte Scheiße. Zu den Punkten haben. Die sind mich gerade in Führung. Kleine Pfeifen, die. Engaging target. Your orders. Enemy defense platform destroyed. Na. Ach, scheiße. Changing course. We serve. Kommt her. Bomber. Nee, Bomber sind hier. Enemy sighted. Oh, oh, was ist das gewesen gerade? We wait your command. You have seized a strategic area. All ahead full. Ich muss sie nach Hause schicken, da das gibt's nicht. Enemy sighted. Damage teams, begin repairs now. Hier, hau ab. Our navigator will guide us out. We serve. Enemy sighted. Bleibt der stehen da? Scheiße. Geht euch mal ein bisschen weiter.
Ah, der haut ab. Your orders? Ah, fuck! Ja, wir müssen sparsamer sein, glaube ich. Ah, der kann gerade nicht schneller. The enemy is seizing one of your strategic areas. Feuer. Alter, da ist auch noch was. Kommst du da ran? Macht er da was? We wait your command. The enemy has seized a strategic area. Yeehaw, ihr kleinen Schweine. Shark assault boats on their way. Seitlicher Beschuss. Course engaged. Feuer. Shark assault boats on their way. You have seitlicher seized Beschuss a strategic da drauf. Area. We serve. So, da kommt der nächste große. We wait your command. Alter Schwede, Mann. Initiate emergency repairs. Alter, dreh dich. Wir brauchen dich. Underway. Habt ihr hier noch mal irgendwas? Na, haut ab. We serve. Shark assault boats on their way. Fuck. Aye, Admiral. For the Emperor. Na, haut ab, dieses Ratte. Impossible, Admiral. Ship ready. Coordinates acknowledged. We serve. Targeting enemy vessel. Ja, haut doch gleich ab, oder? We wait your command. Na. Target locked in. Verdammte Scheiße, ey. Dass wir den noch nicht kriegen. Ich hoffe, der wird jetzt da ein bisschen blockiert. Dass wir den da endlich mal einen Arschtritt geben können. Ruf zu den Waffen, hilft dir jetzt nicht mehr, du Sackratte. Your orders? Troop transition successful. The enemy is seizing one of your strategic areas. Gut, den haben wir. Aye, Admiral. Jetzt nur noch der da. You have accumulated 50% of strategic points. War das alles? Nö, anscheinend nicht. Okay. We wait your command. Kommst du mal da raus? So, du hier. Hol dir den Punkt. Wo waren meine anderen beiden Schiffe? Ihr holt euch den da und ihr schießt nicht auf andere Ziele. So, du gibst noch ein bisschen Gas. Aber nicht den ganzen Tag Zeit, ne? Du gibst auch hier ein bisschen Gas. Und der müsste ja quasi dann gleich da sein. Reaching nominal speed. So, und einnehmen. Ship ready. Ja, ihr müsst schon ein bisschen Gas geben, meine Freunde. Ne? Jetzt so ein bisschen noch drehen. Oh. Cruising speed set. The enemy has accumulated 75% of strategic points. Ich arbeite ja dran, ich arbeite ja dran. Warum nehmen wir den Punkt da nicht ein? Strategic area. So, haben wir. You have seized a strategic area. Dürft ihr Spaß verteilen.
Frontbewaffnung, ihr dürft schießen, wenn ihr wollt. Ja, ist auch soweit. Komm mal ein bisschen hierher. Dreh dich. So. Ab da soweit, ne? Ihr dürft seitlich schießen. Sucht euch ein Ziel aus. Hier, nehmt erstmal den da. Du bist jetzt langsam auf Order. Und Energie. Ah, wir haben echt ein Schiff verloren, ne? Ich hoffe, das war kein Anführer, ey. You have accumulated 75% of strategic points. Ah, immer noch nicht zu weit weg. Shark assault boats on their way. Oh, Mutu, haben wir die ganzen Nova-Sachen, ey. Schick mal doch gleich was hin. We wait your command. Ist doch auch langsam an Feuerreichweite. Nein, ist er auch nicht. Er dreht sich. Und Feuer. We serve. Und Feuer. We are ready to serve. Und jetzt ab in den Nahkampf da. Aye, Admiral. Engaging engines. Underway. Ich will, dass es jetzt mir gehört. Aber du bleibst schön hinten, mein Freund, ne? Du darfst zwar schießen, aber... Heading acknowledged. Nicht näher ran. Starhawks loaded and sent. Optimal course set. Komm ran da. Du auch. Komm ran. Receiving your order. Schicken wir nochmal Leute rauf. Weapons calibrated. Oh, ein Tuck zu weit. Engaging drive. Und Attacke. So, Spur ein bisschen vor hier, damit wir das nicht mal... Also die endlich mal einen Arsch haben. Zack. Ja, wir haben uns jetzt hier auch nicht mit Ruhm bekleckert, muss ich ehrlich sagen. Nur große Schiffe ist auch nicht die Lösung. Aber wie gesagt, wenn die KI oder automatisch deine Schiffe aufstellt, weil wir hatten ja jemanden dabei, der hatte ja kleine Schiffe, ne? Vielleicht nimmt er erstmal von irgendeinem General die ganzen Schiffe, dann vom nächsten General, das hat er vielleicht die ersten zwei erwischt, die überhaupt keine haben, dass der dritte quasi nur leichte Fregatten hatte. Ne, weil Spire hat nur die großen, ist richtig. Ja gut, der hat auch nur große. Und der hat erst einen kleinen gehabt. Okay, mein Fehler. Guckt an, ich habe nur ein kleines Escort-Schiff gehabt. Das ist mein Fehler gewesen. Okay, ich nehme das mit der KI zurück. Also, das ist kein Fehler vom Spiel, das war mein Fehler. Man muss ja auch mal, ne, den Arsch in der Hose haben, um selber Fehler anzuerkennen. So, Agrippina gehört uns. Endlich. Wollen wir mal kurz gucken. Da haben wir Action und da soll Action sein. Und in Agrippina sind wir. Aber ich hätte gerne einmal... Auch wenn der Weg weit ist. Hey du. Komm rüber. Kannst nicht so weit? Hallo? Ringen? Ah. Oh, ich arbeite dran hier. Ich muss da unten draufklicken. Okay. Makropolwelt, machen wir, gib mir Geld. Noch irgendwas, das für im Kardia-Sektor, Symbol, interessiert mich gerade nicht. Bringt ein bisschen Ressourcen.
Werft. Das klingt doch schon mal gut. So. Restlichen Punkte lassen wir mal. Na, die Farbe Blau steht mir gut hier. Jetzt müssen wir nur dafür sorgen, dass wir jetzt die drei Schiffe quasi, drei Flotten hier rüberkriegen. Hier haben wir den Angriff des Chaos auch zurückgeschlagen. Und dann gucken wir mal, was da passiert nächste Runde. Ja, haut euch gegenseitig die Köpfe ein. Das ist wunderbar. Das ist, passt mir richtig. Ja, das sieht doch geil aus. Das Chaos hat also 100, eine Flottenstärke von 100. Uhuhu. Lysander kommt und macht einmal und dann fallen sie um. Die Verräter. Ah, die kaufen gleich eine neue Flotte. Was kostet die Welt? So. Fangen wir gleich mal mit Lysander an. Zack. Und zack, ich glaube, auch da brauchen wir die Schlacht hier nicht machen. Anführer ist schon tot. Jetzt ist nur die restlichen roten Korsaren, die wir hier ausradieren. Ah, bringt nicht viel Ruhm, aber der Mensch freut sich, ne? Zack. Wenn Spire hierher kommt, dann ist schon alles befriedet. Weil die mal zu erobern wird, Hammer. Die haben ja vollkommen alles ausgerüstet. Hier wird es einfacher werden. Aber es ist noch alles gemischt hier, ne? Also die Eldari sind nicht da, okay. Aber Chaos, Orks und, ja, Necrons. So, dann haben wir noch hier. Kardinalswelt bringt auch noch mal ein bisschen. Einnahmen durch Ruhm 3% Steigerung. Man muss ja auch mal ein bisschen ausbauen, ne? Erhöht die Chance auf einen kritischen Angriff von Imperium-Schiffen, die im Sektor gebaut werden. Ja. Gegen das Chaos. Aber erstmal mache ich hier sowas wie Konstruktionspunkte. Finde ich ein bisschen sinniger. Und der ist ja auch voll, ne? Ausgerüstet. Eigentlich brauchen wir, wenn ich das ja gerade taktisch sehe, nur zwei Flotten, ne? Einmal die da auf die Fresse hauen und einmal die von hinten kommen und da auf die Fresse hauen. Das heißt, das Schiff werde ich jetzt auch abziehen. Aber natürlich keine Reserve. Zur Not bauen wir dann welche. Hier eine Gaswolke durchposten. Bringt das? Sie erhalten alle 8, 6, 4 Züge einen Schlachtplan. Okay. Agrarwelt bringt mir Leute. Ah, komm. Schlachtpläne. Sollen sich die mal vermehren? Jetzt müssen wir von da rüber. Dann machen wir nächste Runde. Versammeln sie erstmal hier. Der kommt da auch noch hin. Alle Evolutionsstufe 1 kann das System nicht Ziel einer Invasion werden. Stufe 2 wird dieser Effekt auf verbundene Systeme ausgeweitet. Stufe 3, gesamte Sektor. Das ist geil. Dann haben wir hier nie wieder einen Angriff. Das nehmen wir doch. Jetzt haben wir das auf verbundene Sektoren. Quasi auf dem und dem. Dann packen wir da nochmal irgendwann eine Stufe rein, dann ist das hier alles safe. Das ist super. Da können sie nur quasi hier rüberkommen.
Ich wusste gar nicht, dass wir sowas, so eine Möglichkeit haben. Ah ja, Agrippina haben wir auch noch Flotten. Und Spire schicken wir jetzt mal rüber ins Rensnor-System. I am receiving reports from the Resnor Explorator teams. Rensnor. And they report a Necron presence at Resnor. All data points to a newly awakened tomb world. As if we didn't have enough to worry about. I hate those metal devils. It seems we have a new foe to consider. But we shall prevail, if it is the Emperor's will. Ah, fast Stufe 7. High Admiral, I am receiving a transmission from an unknown source. It is attempting to bypass our protocols. That's impossible. Apparently not. Very well. Put it through. Do I have the pleasure of addressing Lord High Admiral Spire? I suspect you already know the answer. Just as I assume your Inquisitor Darkhammer's informant. Yes. You are Spire. That mixture of disapproval and suppressed subservience could belong to no one else. What do you want? Only to help. I see you've uncovered the Neferu dynasty. Such devious fellows. They're up to no good. Such as? I don't yet know. But if you've the sense your reputation suggests, you raise Resnor to rubble and allow nothing to escape. We'll speak again, I'm sure. Well, that was unusual. No. Can we trust him? I doubt that very much. But there's trouble brewing at Resnor. I can feel it. Mhm. Dann machen wir den Sonsereinsatz auch nochmal. Aber nicht jetzt. Ich lasse das doch mal hier. Wir haben ja drüben dann drei Flotten. Der könnte noch ein bisschen ausgebaut werden, finde ich. Der bräuchte ein, zwei kleine Schiffe. Der kann ja nachkommen. Ach, hier hätten wir die Mission schon. Könnten wir auch schon quasi machen. Aber da hätte ich gerne noch Lysander dabei. Oder dann das dritte Schiff. Ja, Lysander muss aber gleich was anderes machen. Entweder hier oder da angreifen. Das ist toll, die greifen sich gegenseitig an. Ich finde das toll. Ich finde das gut. Gerade spielen sie alle mit uns, also für uns quasi. Das finde ich gerade richtig gut. Warte mal. Warte mal. So. Du brauchst ein neues Schiff. Warum ist jetzt das Agrippina-Symbol davor? Ich wollte mal gucken, wie viel Geld ich habe, aber ich schätze mal wieder so um die 400. Die beiden Diktator und Tyrant sollten Nova-Kanonen haben, würde ich schätzen. Liege ich da richtig? Nova und Nova, klar. Jetzt haben wir ja natürlich gelernt, jetzt brauchen wir auch mal Schiffe, die halt... ja, ein bisschen rumballern können. Oh, habe ich da drauf geklickt? Wie viele Türme? Nee, wir brauchen schon irgendwas, was ein bisschen Bums hat. Und den hier. Dann haben wir immer noch Punkte. Wunderbar. 120. Jetzt brauchen wir aber ein bisschen Aufklärung hier.
75. Klack. Das ist gut. So, und den ziehen wir jetzt nach und dann können wir dann die Mission machen. 1, 2, 3. Sieht hier mit der Reparatur aus. Warum ist dieses Symbol jetzt andauernd davor? Das nervt. Ich sehe mein Geld nicht. Einkommen. 450% im nächsten Zug. Ey. Warum geht dieses Fenster nicht weg? Ich sehe mein Einkommen nicht. Auch da hängt noch Agrippina drin. Fuck, Bug. Dann warte ich hier nochmal eine Runde. Dann kostet es mir kein Geld wahrscheinlich. Dann sparen wir das Geld. So, falls wir von hier irgendwo angegriffen werden, machen wir mal den hier. Der hat Verteidigungsplattform, der ist noch alleine. Komm, legen wir uns mit den Orks an. Das machen wir nochmal schnell. More Death Skulls. Death Skulls, ach man. Nulus, haben wir nicht gegen Orks gekämpft? Orks are amongst the deadliest of the Xenos races. Ich glaube, das überspringe ich mal. Ich habe das jetzt schon mehrfach gesehen. Haben wir nie gegen Orks gekämpft mit den Menschen? Kann ich mir nicht vorstellen. Na, wohl, jetzt ist es doof. Die Leute, die jetzt nur, sage ich mal, die Videos der Menschen sehen, haben jetzt den Einspieler nicht gesehen. Sorry. Ist doch doof. Lass ich, ja. Mach ich nie wieder. Ich lasse jetzt alles durchlaufen. War ein bisschen doof. Entschuldigung. Weil es gibt ja vielleicht Leute, die wirklich nur hier die Interesse haben an der Fraktion der Menschen und keinen Bock haben auf Tyranniden oder halt Necrons. Und dann sehen sie natürlich den Einspieler nicht. Das war unklug meinerseits. So. Underway. Au. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. What? Scheiße. Verfluchte Scheiße. Was geht denn da ab? Wollt ihr mich verkackeiern? Ich weiß gar nicht, ob das Sinn macht, jetzt noch so groß. Scheiße, ey. Habt ihr... Ach, nur der Torpedos, was hast du? Also alle haben Jäger, das ist schon mal geil, aber... Engines engaged! Scheiße, ey. Stasisbombe. Krass, die haben jetzt da alles an kleinen Jägern losgeschickt. I am listening. Kurz halten. Halt advance! Give us purpose. Oh, jetzt dürft ihr weiter. Standard speed engaged. Enemy in sight. Oh, der rammt. Kann ich den? Der rammt auch. Alter Schwede. Enemy in sight. Enemy in sight. Ach du Scheiße, ey. Strahlungslevel? Boah! Alter! Fuck you, Alter! Groß haben sie auch noch. Launch Thunderhawks!
Enemy in sight. Boarding successful. Fuck, ey. Da reißen uns dann die Schiffe echt den Arsch auf. Alter, ich verliere Lysander, fällt mir gerade auf, ne? Ach. Das sieht echt schlecht aus, bin ich ganz ehrlich. Standard speed engaged. Launch Thunderhawks. Enemy in sight. Fuck. Where shall we strike? Alter. Underway. Rückzug. Ja. Alter Schwede. Alter Schwede. Die Mischung macht's. Alter Schwede. Ich komme mit meinen drei Schiffen an und die hauen da. Boah, ich musste Lysander retten. Fuck. Oh nein, der ist tot? Nein, 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 nein. Fuck. Lysander lebt noch. Oh Gott sei Dank. Ja. Ja, ich sollte mal mehr mischen, glaube ich. Aber auch trotzdem, der hat 400 Punkte gehabt oder so. Aber der hat... Die Schiffe sind wahrscheinlich billig. Kann das sein von den Orks? Dass das denen ihr Vorteil ist? Weil der hatte ja, wie gesagt, 9 Signale und wir hatten gerade mal 3. Der hat uns einfach mit der Masse, wie die Orks es halt so machen... Einfach erschlagen. Na gut, ich habe da was draus gelernt. Orks in Überzahl angreifen, also doppelte Punktzahl. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem euer Vergnügen. Wenn ja, lasst mir doch gerne mal ein Like oder einen Kommentar da. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.